Beinahe hätte ich eine Ampel übersehen. Ich stieg in die Eisen. Cäsar flog vom Sitz in den Fußraum. Verdammt! Ich hätte ihn im Gepäckraum lassen sollen. Der Fahrer im Auto neben mir hatte alles mit angesehen und schüttelte den Kopf. Der Mann war vielleicht um die 40 Jahre. Neben ihm saß eine jüngere Frau. Hübsch war sie. Der Mann hatte eine Knubbelnase. Neid überkam mich. Der Typ war zu alt für diese Süße. So ein junges, hübsches Ding. Der alte Knabe fuhr mit dem Finger in seine Nase und bohrte ausgiebig darin. Dann zog er seinen rechten Zeigefinger heraus und daran hing seine Ernte. Ich musste würgen. Selber schuld. Warum sah ich mir das an? Die hübsche Blonde reichte ihm instinktiv ein Taschentuch. Sie sah bei dieser unappetitlichen Aktion nicht hin. Die Ampel sprang auf grün. Der eklige Sack drückte auf die Tube.